Die Nachricht des Tages ist der Pivot der Bank of Japan, die Wende also der japanischen Notenbank, die als letzte Notenbank westlicher Länder in Anführungszeichen sich geweigert hatte, in irgendeiner Form diesen monetären Klimawandel mitzumachen. Jetzt erlaubt man höhere Renditen. Und das bedeutet wiederum, dass wir wahrscheinlich global höhere Renditen sehen werden, dass also die Anleiherenditen wieder steigen. Und das ist eine schlechte Nachricht, übergeordnet für die Aktienmärkte, auch wenn wir heute eine Erholung an den Aktienmärkten sehen, zumindest von dem Schock, der heute Nacht zwischenzeitlich der Fall war, als die Futures deutlich im Minus waren, sich dann aber so ein bisschen wieder ins Positive drehen konnten. Aber meine Vermutung ist, allzu weit wird diese Erholung nicht gehen, weil eben der Anstieg der Renditen diese Erholung gleich wieder ausbremst. Da rollt also schon wieder ein Tsunami auf die Märkte zu. Das ist das eine. Und der zweite Tsunami ist das, was in Japan jetzt passieren wird. Denn überlegen Sie sich mal, was Sie als japanischer institutioneller Investor machen. Da haben Sie eine Währung, die ist unverzinst, und Sie haben andere Währungsräume, da gibt es inzwischen sehr stattliche Zinsen, in den USA etwa 4,5%. Sie nehmen also diesen unverzinsten Yen, den leihen Sie sich, den nehmen Sie sich auf Kredit und legen dieses Geld im Ausland an, weil Sie sich sagen, super Geschichte, der Yen wertet noch ab, das heißt, meine Schulden, die ich da aufgenommen habe in Yen, die entwerten sich latent, und auf der anderen Seite packe ich das Ganze irgendwie in den Dollarraum zum Beispiel. Der Dollar wertete zum Yen auf, so hatten wir das in den letzten Monaten erlebt. Es war fast ja ein Yen-Crash, der da zu konstatieren war. Das bedeutet, der sogenannte Carry Trade, also diese Aktion Yen-Line, der unverzinst ist und zum Beispiel im Dollarraum dieses Geld dann anlegen, der wird jetzt enden, denn das Risiko ist zu groß. Jetzt kann es passieren, dass der Yen weiter aufwertet, dass letztendlich dieser Carry Trade explodiert. Also ziehen japanische Investoren aus dem Ausland Geld ab, das wiederum stärkt den Yen weiter. Das wiederum schwächt die internationalen Märkte, und die japanischen Investoren sind da nicht zu unterschätzen. Die haben da durchaus Potenzial. Schauen wir uns hier mal das an, was ING etwa zu dieser Entscheidung sagt. Ja, da wird die Credibility der Bank of Japan angezweifelt. Wir haben hier den Notenbankchef Kuroda, der im April zurücktreten wird, respektive seine Amtszeit endet dann. Und Kuroda war ja der Verfechter dieser ultralaxen Geldpolitik. Faktisch ist das jetzt der erste Schritt hin zu einer Änderung dieser ultralaxen Geldpolitik unter einem Nachfolger dann nach Kuroda ab April, der die ganze Geschichte sicherlich ähnlich sehen wird. Wir haben jetzt die Aussage von dem Finanzminister Japan Suzuki, der sagt ja, das ist eine Möglichkeit, hier diese Easing Policy, also diese ultralaxe Geldpolitik, nachhaltiger zu gestalten. Naja, Kuroda hat ja auch gesagt, wir werden die Anleihekäufe ein bisschen ausweiten. Das ist reinste Kosmetik. Das eigentliche Signal, das sieht man auch im Devisenmarkt, ist, dass man höhere Renditen jetzt zulässt. Und schauen wir uns mal das an, was wir hier sehen. Das ist Dollar-Yen in dem Chart von Capital.com gekommen. Heute Nacht noch von knapp 1,3750 handelt jetzt bei 131, also von 137,50 jetzt bei 131, das sind über 600 Pips, das muss man sich mal vorstellen, das ist eine Menge Holz. Da wird es einige aus der Kurve gehauen haben, die eben dieses Yen-Carry-Trade-Spiel gespielt haben, das sind internationale Investoren, die kriegen jetzt ein richtiges Thema, die haben ein Margin-Call, wenn man so will, da sind Schieflagen entstanden, diese Schieflagen werden wir früher oder später entdecken, und wir sehen auch ja, dass global die Renditen jetzt steigen im Gefolge dieser Aktion der Bank of Japan. Überall so 10 Basispunkte ist jetzt noch nicht allzu viel, aber das Ganze vor dem Hintergrund, dass jetzt offenkundig große Investoren in den Anleihemarkt wieder eingestiegen sind, also letztendlich Anleihen gekauft haben, auf fallende Renditen spekulieren, und jetzt kommt genau das Gegenteil, die Renditen dürften steigen, das bringt die wiederum in Schwierigkeiten, da wird man Verluste einstecken müssen. Jedenfalls hat man jetzt den letzten Anker verloren dieser ultralaxen Geldpolitik. Das wird Folgen haben, denke ich, die über den heutigen Tag hinaus wirken, auch wenn wir dann heute wieder eben diese Erholung gesehen haben, die sich angekündigt hat an den Aktienmärkten. Ich hatte heute Morgen
Diese positiven Divergenzen etwa im RSI beim SPY, also dem S&P 500 ETF, gezeigt. Bullish Percentage Index ziemlich weit unten, dass da mal irgendwie eine Erholung kommt. Das war eigentlich schon fast zu erwarten dennoch. Wir sind jetzt, Stand Abschluss gestriger Tag, 6,4% seit Anfang Dezember im Minus. Das ist das zweitschlechteste Dezember seit 1957. Nur 2018 war noch schlechter, damals Jerome Powell mit Autopilot, Bilanzreduzierung und weiterer Zinsanhebung. Aber da ich ja ein großes Herz für die Bullen habe, meine Damen und Herren, hier mal ein Tweet von Sven Hendrik, die hier das Potenzial einer inversen Schulterkopf-Schulterformation an die Wand wirft mit einem potenziellen Move bis 4430, Measured Move, also das ist so eine Art Maßeinheit, welche Bewegungen da durchaus entstehen können. Okay, dazu muss aber die 3800er Marke im S&P 500 halten, die heute Nacht gerissen wurde auf Future-Basis, aber nicht auf Kassa-Basis. Die Märkte treten dann bis zur Eröffnung der Wall Street wieder nach oben. Also diese 3800 ist unverletzt. Die wird uns gleich noch begegnen. Jedenfalls sehen wir, dass das Put-Call-Ratio jetzt so hoch ist wie 2008. Wir sehen also massive Absicherungspositionen inzwischen. Kontraindikator, ja, manchmal ist das so, aber es kann ja auch sein, dass ein paar Big Boys da ein bisschen mehr wissen. Eines zum Beispiel, was in der Öffentlichkeit in Deutschland oder auch sonst in den Finanzmedien überhaupt nicht thematisiert wurde, ist, dass Private Equity Firmen bilanziell anders vorgehen müssen ab nächstem Jahr. Die müssen Mark-to-Market bilanzieren, die müssen also zeitnäher sozusagen Wertstellungen vornehmen für bestimmte Assets, und wir wissen, dass sowohl die Anleihen gefallen sind, vor allem aber auch Aktienwerte gefallen sind, vor allem auch diese ganze IPO-Schrott, der 2020 und 2021 an die Börse kam, jetzt praktisch fast wertlos ist, kann man sagen. Das heißt, diese Herrschaften, diese institutionellen Player werden ein Problem bekommen, und Liz Ann Saunders zeigt hier, dass eben dieses Put-Call-Ratio 2008 auch sehr, sehr hoch war. Dann kam es zu einem massiven Sell-Off an den Märkten, und wir sehen hier zum Beispiel ganz hervorragend eben das kontraindikatorische Element der amerikanischen Vermögensverwalter, die ja in dieser NAAIM Exposure Index Umfrage befragt werden. Naja, wie viel habt ihr denn so in Aktien am Start? Und jedes Mal sehen wir, wenn die ganze Geschichte nach oben geht, Hoffnung auf ein Pivot der Fed, wenn wir hohe Investitionsquoten sehen, dann passiert genau das Gegenteil. Jedes Mal hat die Fed draufgehauen, nämlich in Gestalt von Jerome Powell, der offenkundig ein paar Helfershelfer hat, die ihm auch ein paar Zahlen schön gemacht haben. Dazu werde ich mich bei anderer Gelegenheit nochmal äußern. Aber Powell weiß, dass im nächsten Jahr drei hawkische Mitglieder der Fed ausscheiden werden, unter anderem James Bullard. Das heißt, er will ja versuchen, dass die Märkte nicht steigen, damit die Financial Conditions nicht sehr viel laxer werden, damit dann die Inflation nicht so nachhaltig wird. Jetzt verliert er drei Leute, jetzt hat er ein paar eher dovischere Leute noch um sich. Lael Brainard, die Fed-Chefin, Fed-Vizechefin, so muss es heißen, die offenkundig gehofft hat, dass sie Nachfolgerin von Finanzministerin Janet Yellen wird. Das Ganze aber bisher hat sich nicht ausgespielt. Deswegen war die Dame auch, die ja zu den US-Demokraten gehörte, nicht so begeistert von Zinsanhebungen. Also da passiert auch innerhalb der Fed sehr, sehr Interessantes. Muss ich mal, glaube ich, ein eigenes Video dazu machen. Aber die Investoren, die suchen eben diesen Fed-Pivot wie der Esel die Karotte, die hier sozusagen vor seinem Kopf gebunden ist. Und eines ist auch klar, die Notenbank oder Notenbank an sich haben die schlechteste Prognosequalität, die sie finden können. Da kann vielleicht nur noch Jim Cramer mithalten. Aber wir sehen auf der anderen Seite, die Fed ist immer zu spät, das gilt für die EZB sowieso. Man wird etwas kaputt machen an den Märkten und dann erst wird man umsteuern. Es wird nicht wegen der Inflation sein, das scheint sich jetzt immer mehr zu bestätigen. Wir sehen, dass die Inflation nach unten geht. Aber die Fed hebt ihr Inflationsziel an, sagt, wir müssen deshalb, weil wir das Inflationsziel höher gesetzt haben, eben auch die Zinsen über 5% anheben. Macht überhaupt keinen Sinn, es geht um die Financial Conditions. Und die Fed wird etwas kaputt machen und es ist offenkundig schon ein bisschen etwas kaputt gegangen. Jetzt müssen sich offenkundig
Player am Markt, Banken vermutlich oder Schattenbanken direkt von der Fed Geld leihen. Warum tun sie das? Weil sie von keinem anderen mehr Geld bekommen. Wir kennen das aus der Lehman-Krise, als die Banken einander misstrauten, weil man sich sagte, ich weiß gar nicht, welche Risiken hier mein Counterpart in den Büchern hat. Also leihe ich dem besser nichts. Kann ja sein, dass der auch schon todkrank ist und hier jedenfalls scheint jemand zu sein, der kein Geld mehr kriegt und deswegen direkt zu diesem Discount-Window der Fed zurück, auf dieses Discount-Window der Fed zurückgreifen muss. Auch ein sehr spannender Prozess, der da stattfindet. Kommen wir nochmal zu Fed und Inflation. Hier sehen wir den absolut identischen Verlauf, fast komplett identisch der derzeitigen Inflationsentwicklung in den USA mit den 1970er Jahren. Da fiel dann die Inflation auch deutlich zurück. Und dann stieg sie wieder deutlich an. Hier sagt Sven Henrik, am Ende werden alle Zentralbanken vor den Märkten kapitulieren. Schauen wir mal. Jedenfalls hatte die Fed eben, hat Jerome Powell vor allem Angst vor dieser Grafik, weil er sich sagt, naja, wenn wir jetzt zu früh die Geldpolitik wieder lockern, dann kriegen wir vielleicht dasselbe Problem wie in den 70er Jahren und da musste Paul Volcker dann die Zinsen in Richtung 20% anheben. Das muss man sich mal vorstellen und dieser hawkische Tsunami, den wir gesehen haben jetzt mit der Fed am Mittwoch, mit der EZB am Donnerstag und jetzt im Prinzip auch heute Nacht mit der Bank of Japan, der ist nicht so ein fürchterlich gutes Omen für die Finanzmärkte. Hier sehen wir das jedes Mal bei neuen CPI-Daten, also bei neuen Inflationsdaten in letzter Zeit wichtige Wegmarken erreicht wurden. Bei den September-Daten, die im Oktober veröffentlicht wurden, ein Tief. Bei den jetzigen Daten, die niedriger waren, nämlich die November-Daten, die ja im Dezember veröffentlicht wurden, ein Hoch, als die Inflation niedriger war. Alle Hurra, Hurra! Fed Pivot is coming. Es kam dann nicht so. Dementsprechend dürfte da noch ein Weg nach unten sein. Wir haben jetzt die, wie von Cyclefan beschriebene Erholung so ein bisschen gesehen, die allerdings eher schwach ist, nicht wirklich stark auf der Brust ist. Möglicherweise werden wir morgen schon ein neues Verlaufstief machen, werden möglicherweise unter die 3800 Punkte fallen, die allerdings Voraussetzung dafür ist, oder das Halten dieser Marke ist Voraussetzung dafür, dass das potenzielle Szenario von Sven Henrik einer inversen Schulter-Kopf-Schulter wirklich eintreten wird. Aber auch hier nochmal etwas Nettes für die Bullen. Jim Cramer sagt, Amazon zum Beispiel und diese ganzen Tech-Aktien, die sehen ganz, ganz schlecht aus. Und wenn Jim Cramer das sagt, dann muss man schon fast wieder bullisch werden. Seine Prognosequalität, wie gesagt, ist noch überragend schlechter als die der Fed und anderer Notenbanken. Also vielleicht sollte der mal Notenbanker werden. Das wäre doch vielleicht eine gute Idee. Aber wir sehen, dass hier etwas auch kaputt geht. Da hat jemand, so schreibt ein absoluter Insider, offenkundig einen großen Margin Call mit seiner Tesla-Position bekommen. Und viele, viele sitzen da ja drin, ein Frank Thelen, eine Cathy Wood, die alle gesagt haben, Tesla, Tesla, das Unternehmen der Zukunft, das wird ganz, ganz groß. Also die Religionsgemeinschaft Tesla, die heute wieder einen Kursverlust von weit über 5% verbuchen muss. Und mich wundert schon, faktisch ist ja Tesla jetzt das einzig Werthaltige, was Elon Musk noch in der Hand hält. Er hat ein Riesenproblem mit Twitter. Twitter hat, macht pro Jahr oder hat einen solchen Schuldenberg, dass er da permanent Geld reinstecken muss. Er muss also seine Piggyback, seine eierlegende Milchsau oder wie heißt das, die muss er dann schlachten, muss also permanent letztendlich Tesla-Aktien verkaufen. Wer also jetzt in Tesla investiert, der leiht im Prinzip Elon Musk Geld, damit er seine Löcher stopfen kann. Man kann davon ausgehen, dass Cathy Wood auch langsam in Schwierigkeiten kommt, dass jene, die schon zugesehen haben, wie die Tesla-Aktie durch die Decke geschossen ist, jetzt sich denken, Schiete, jetzt will ich die ganze Geschichte vielleicht doch mal verkaufen. Und so sehen wir das, was immer passiert, Reversion to the Mean, die Rückkehr zum Mittelwert. Wenn Dinge zu stark nach oben oder unten übertreiben, dann nähern sie sich irgendwann wieder einem Durchschnitt der letzten Jahre. Das passiert derzeit und ein sehr wichtiger und guter Satz, Bullenmärkte, die helfen, Investmentfehlentscheidungen zu kaschieren, Bärenmärkte legen diese Fehlentscheidungen offen und da sind wir jetzt, das ist genau das, was mit Tesla auch passiert, meine Damen und Herren. Apropos Fehlentscheidung, kommen wir nochmal zu China, hier ein bisschen Apokalyptik, aber real. Wir sehen hier, wie Schlangen stehen vor Krematorien in China, respektive in Peking, auf der linken Seite, auf der rechten Seite hier Bilder aus
Krankenhäusern in China von Eric Feigl-Ding hier displayed. Das ist ein Virologe aus Hongkong, der sagt, also die Situation wird total katastrophal in China, ist total außer Kontrolle. Er geht davon aus, dass mehr als 60% der Chinesen sich infizieren werden, möglicherweise 10% der Erdbevölkerung, mit der Folge von über einer Million oder mehrere Millionen Toten. Gerade in China ja wenig Arztpraxen, viel geht nur über Krankenhäuser. Wenn die sozusagen nicht mehr aufnahmefähig sind, wir haben ja schon Infusionen gesehen, die Menschen gelegt wurden, die dann irgendwo vor dem Krankenhaus im Auto warten, das ist möglicherweise auch ein Faktor, der dann noch richtig reinknallen kann, wenn es da neue Lockdowns gibt, weil man dann seitens der Führung in Peking erkannt hat, ups, das war jetzt vielleicht ein bisschen abrupt vom totalen Lockdown zur, naja, weitgehenden Öffnung des Landes ohne die entsprechende Vorbereitung. Alles sehr, sehr schlecht gemanagt. Das wird auf Xi Jinping auch zurückfallen und könnte dann in den politischen Unruhen früher oder später dann bedingen. Unruhe relativ wenig noch in Deutschland. Wir sehen, dass etwa Bundesbankchef Nagel gesagt hat, ja, die Inflation, die ist hartnäckig, die EZB muss deswegen auch hartnäckiger bleiben. Der beschreibt in einem Interview mit Stern, wie er im Supermarkt geht und da Pasta zum Beispiel viel teurer geworden ist. Früher 1,49, jetzt über 2 Euro, sagt er. Daran sieht er ein bisschen später, dass die Inflation doch offenkundig ein bisschen heftiger ist und den stärksten Effekt auf die Inflationsrate 2022, nämlich dämpfend auf die Inflation, war das 9-Euro-Ticket, im Grunde ja eine Subvention. Das heißt, auch das ist ja sozusagen wieder vom Staat subventioniert, nicht dauerhaft möglich. Wir werden dementsprechend dann jetzt schon natürlich im Januar durch den Anstieg der Energiepreise, der dann erst durchschlägt, Gas und Strom, 1.1. ist ja dann der Stichpunkt oder der Zeitraum oder der Beginn dieser Anstiege, eben dann der wirklichen Kostenanstiege für Energie, das wird noch kommen. Aber es ist schon absurd, dass Geldgeschenke die Inflationsrate senken. Und hier nochmal ein Tweet, meine Damen und Herren. Am 20. Dezember 1922 hat das Statistische Reichsamt, jetzt heißt es das Statistische Bundesamt, die Großhandelspreise sind zwischen dem 5. und dem 15. Dezember um 1,8% gesunken, der erste Rückgang seit Mai 1921. Auch bei den Lebensmittelpreisen ist die Teuerung bei einigen Waren zum Stillstand gekommen. Und wir haben heute ja die Erzeugerpreise aus Deutschland gesehen, die nur um 28,2% zum Vorjahresmonat gestiegen sind, aber immerhin ein Rückgang zum Vormonat von 3,9%. Also das mit der Inflation, wir wissen, 1923 wurde das ein bisschen ungemütlicher. Ob das 2023, also genau 100 Jahre später, genau heute vor 100 Jahren, eine solche Meldung, finde ich als historisch Interessierter sehr, sehr interessant. Wie diese Inflation sich auswirken wird, wird auch davon abhängen, ob wir in Deutschland in der Lage sind, diese etwas absurde Energiepolitik zu korrigieren. Hier ein beeindruckendes Interview mit Fritz Fahrenholt, die Energiewende, ein Unfall in Zeitlupe, wenn Sie die Zeit haben, sich das unbedingt anschauen. Ich glaube, da wird der ganze Wahnsinn thematisiert, kann nicht besser auf den Punkt gebracht werden. Erste Artikelempfehlung, zweite Artikelempfehlung, Zinsen. Es geht nicht nur um Inflation, die Welt braucht Dollar. Warum es darum geht, dass jetzt auch die Bank of Japan nicht mehr ihren Kurs fortsetzen kann, erfahren Sie in diesem Artikel. Zweite Empfehlung. Und abschließend nochmal für diejenigen, die es nicht gemacht haben, Newsletter anmelden, der ist richtig, richtig gut. Einfach machen, ich packe den Link wieder unter das Video. Jetzt sage ich erst einmal Servus, ciao.